Willkommen zurück bei Guild Wars 2. Ich habe ein bisschen in meinem Inventar aufgeräumt und ja. Aber ich glaube, ich komme hier aus dieser Ecke irgendwie nicht weg. Weil jetzt ist da unten auch noch ein Event, was ich eigentlich ganz gerne mitmachen würde. Nachdem wir halt da den Champion-Wurm da getötet haben. Ach, die sollen wir jetzt erstmal wiederbeleben. Okay. Und dann müssen wir da nämlich irgendwelche Wurmeier sammeln. Und ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie. Ne, da sieht auch nicht so aus, als wäre da irgendwie eine Sehenswürdigkeit oder sowas. So, hier ist ein Wurmnest. Ja, deswegen die Gutste läuft dann hier so mit. Wir sammeln Wurmeier von Würmern und Nestern. Und die bringt die Gutste dann nachher aufs Fest. Und was dann passiert, weiß ich gar nicht. Hier geblieben. Oh, das Ding haben wir schon durchsucht. Hier das. Die Legion ruft. Ja, deswegen, da müssen wir halt schon hier ein bisschen mithelfen. 7 und viel bewegt hat sich da ja nicht. Aber Gott sei Dank ist jetzt hier nicht so allzu viel Betrieb, sodass sich der Respawn hier in Grenzen hält. Komm. Wurmei. Ja, da haben wir schon wieder so eine blöde Fledermaus hier am Wickel. Fledermäuse hasse ich ja hier echt. Au. War knapp. Oh, Wurmei. Wie, nur ein Wurmei? Das ist aber ein bisschen mickrig, die Ausbeute. Oh, da ist, glaube ich, lauter nichts. Hier. Nix da. So, habe ich das da jetzt gesammelt? Ja. Plöpp. Da hatte doch was geplöppt gehabt. So. Nächster. Fies. Ey. Ja, komm hier. Knall ich dir das da an die Rübe?
Ja, alles tot. So, lass mich auch noch da ans Nest. So, halt, hier geblieben. Ich habe fast genug Eier. Ja, aber nur fast, ne? Ein paar vielleicht. Ja, ja, bla bla. So, und dann rennt die, glaube ich, hier wie die Geistesgestörte gleich hier los. So, dann begleiten wir sie mal. Ja, hauen da einfach mal alles so an. Da haben wir die Aggro und nicht sie hier. Ja, passiert aber nichts. Okay. Ob die Wölfe sie in Ruhe lassen, anscheinend. Die stehen nicht auf Eier. Ja, ja. Die Schaufler wieder, aber da müssen wir jetzt nicht nochmal dran. Dreimal ist, zweimal ist genug. Ne. An schleimige, schwarze, eingelegte Eier knurrt mir der Magen. Ja. Ich will mitkochen. Überlasst das Kochen mir. Und passt auf, dass ihr nichts vollsabbert. Ja, ja. Ekelhaft. So. Gut. Dann haben wir das Event auch absolviert. Ah, wir könnten hier runter. Da ist noch eine Sehenswürdigkeit, die wir nicht kennen. Tschüpp. Das Fleisch. Bringt das Fleisch her. Ach, das Fleisch ist immer noch da, wo es hier ist. Deswegen die. Der stirbt mir ja hier immer weg. Müsste jetzt ein bisschen ohne Fleisch auskommen. Ich kann ja nicht hier die ganze Zeit hier in diesem Viertel da rumhampeln. So. Bovarin Anwesen, okay. Ja, Kuppen ab, das haben wir ja auch schon gemacht. Mit den Kühen. Jo. Dann gucken wir mal, was hier für eine Fertigkeit-Herausforderung ist. Mal ein bisschen Feuerchen. Hier ein bisschen querfeld einjoggen. Ja. Oh, ja. Ich glaube, ich weiß, was das da für eine Herausforderung ist. Oder ist das nicht hier? Moorwachturm. Mhm. Na, komm mal her, gehumpelt. Naja, gut. Besser als der Durchschnitt. Da gibt es nämlich auch hier so eine, ja, wieder so komische Sehenswürdigkeit. Und Level up. Nur, das Problem ist, diese Sehenswürdigkeit. Beziehungsweise halt Aussichtspunkt. Ist da oben auf dem Turm. Und, ja.
wie man eventuell sieht, kommt man da nicht hoch. Weil hier ist zu. Man kann nirgendwo hochspringen. Weil hier haben die Chars anscheinend saubere Arbeit geleistet und hier alles ja, schön fugenlos und gerade aufeinander gesetzt. Aber wir müssen da halt hoch. Und da steht dann komischerweise so, ja, ganz Mutterseelen allein ein Kutapult. Und statt Kühe kann man da auch ganz andere Sachen mit schießen. Stirb, du blöde Harpie! Ja, ja. Ja, wo kommt ihr denn her? Okay, die wollen nichts von mir, die waren nur zufällig in der Nähe. Natürlich wäre die Landung tödlich für euch, aber ich würde euch reanimieren und nochmal und nochmal und nochmal verschießen. Wie klingt das? Ich mag neue Orte. Ich gehe Kühe beschaffen. Okay. Sollen wir da mit? Schützt Vieh vor den Separatisten. Bringt Hühner zurück. Okay. Ja, eigentlich wollte ich doch mit dem Kutapult hier. Naja. So. Ja, wo sind denn hier Hühner? Wo sind Separatisten? Da sind Separatisten. Mir ist kalt. Naja. So, da haben wir ein Hühnchen. Ich weiß noch nicht, wo wir es hin stopfen müssen. Achso, das geht dann hier alleine. Blödes Huhn. Läuft da wieder raus. So, aufheben. Hier, ich mit Henne. Oh. Da. Was ist das denn hier? Schütze irgendwas. Die Trebuchets der Separatisten setzen uns schwer zu. Wir brauchen Hilfe. Ja, erstmal töte ich die, die sich hier drin verstecken. Rotraum wird angegriffen. Die Trebuchets der Separatisten setzen uns schwer zu. Naja. Ist schon klar. Oh. Ah, ist ja gut. Mein Gott, bist doch hier in der Feuereinstimmung. Das sollte dir eigentlich warm werden. Kuhfladen. Yay. Plopp. Hey, hier drüben. Was? Ich weiß, wo die Separatisten sich verstecken. Ja, ist ja gut. Ich glaube, das geht auch so. Ich brauche nicht zwingend deren Versteck hier. Huhn. Dup, 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 dup. Ja. Und das da erinnert mich auch ganz böse an irgendwas. An den nächsten Aussichtspunkt, den wir da holen müssen. Das wird auch sehr spaßig werden.
So, schleppen wir hier noch ein paar Hühnchen rein. Komm mal her, du blödes Huhn. Ja, dann sollten wir irgendwie mal gucken, dass wir dann das Kutapult da irgendwie in die Gänge kriegen. Ich weiß nicht, was man da machen muss. So, da muss man irgendwie Kühe zurückbringen. So. Wasserdruck. Was hat er gesagt? Da unten. Ja, dann gucken wir mal. Dass wir da noch ein paar Kühe zurückbringen. Hier ist auch noch eine Wegmarke. Wo war das die mal gerade mit? Mein Wissen wächst. Ja, wunderbar. Tja. Tja, wo sind dann hier bitte schön die Kühe? Da? Sind die zwei das? Ja. Fröhliches Verbrennen. Oh, machen wir den hier kalt. Oder halt auch warm. Ist ja wurscht. Ah, okay. Ein Trebuchet weniger. So. Können wir jetzt die Kuh da einfach so rüberscheuchen? Ja, mu. So, du dann gleich mit. So, entweder laufen die dann tatsächlich schon richtig oder wir müssen sie begleiten, ne? Wir müssen sie begleiten. Dämliche Kühe. Den noch ein bisschen Feuer unterm Hintern. Vielleicht geht das. Ja, ja. Hier kriegst Leckerchen. Mumumu. Wird ein Haufen gerannt. Alles klar. Mu. Ja, was denn? Hier. Hä? Ups.
Na komm. Eieiei, okay, Kuhleckerei hier ab. Ja komm, du bist doch jetzt eigentlich schon hier fast zu Hause. Okay. Na, ich hätte 5. Nicht gedacht, dass wir auch nur eine dieser Kühe je wiedersehen. Naja, kriegst du ja gleich noch eine eventuell. Ich weiß noch nicht, ob ich es hier in dieser Folge schaffe. Und ich würde eigentlich gerne das Kutapult benutzen. Menno. Wo ist denn die andere Kuh? Da. Da, wo ich es abgestellt habe. Okay. Gut, gut. Da liegt noch eine Leiche rum. Und zack. Versperrt. Da war noch ein Hügel dazwischen. Huch. So, komm her, du Kuh. Auf geht's. Ja, wo willst du denn hin? Mein Gott. Geh doch direkt hier auf die Straße und dann ab. Zzz. Nicht da lang. Die gehen aber auch hier irgendwelche Richtungen. Ja, mu. Ach ja. Ja, da kann ich jetzt auch nichts gegen machen, dass du blutest. So, auf. Lassen wir das blöde Schwein Schwein sein. Ja, lauf einfach alles hier um. Au. Mu. Selber Mu. Auf. Hä? Was sind das denn hier wieder für komische Geräusche? Hey, hier drüben! Ich weiß, wo die Separatisten sich verstecken. Wir haben alle Kühe zurück. Wir werden dafür sorgen, dass kein Soldat zurückbleiben muss. Ja, wunderbar. Gut. Sie wohl das nächste Mal, sie zu stehlen. Kommen Sie da drüben nicht schon wieder an? Sehr komisch. Ja, dann laufen Sie doch. Okay, würde ich sagen, ich mache hier dann an der Stelle Schluss, auch wenn wir das Kutapult irgendwie noch nicht ausprobiert haben. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann versuche ich dann doch irgendwie mit dem Kutapult und wenn ich mich da selber irgendwie reinladen muss. Also muss ich ja sowieso, um mal auf den Turm zu kommen. Aber ich glaube, man kann erstmal Zielübungen mit Kühen machen. Ja, also bis zum nächsten Mal.